Ein großes Stahlstück kommt aus dem Feuer. Mit dem Gewicht von einer Tonne schlägt der Hammer auf den glühenden Stahl. Langsam entsteht unter den Händen der Schmiede der Schaft eines riesigen Schiffsankers. Um später die Urgewalten der Weltmeere überstehen zu können, muss der Anker aus geschmiedetem Stahl sein. Das macht ihn elastisch und trotzdem hoch belastbar. Aus Gusseisen wäre er viel zu spröde und würde brechen. Vor der Halle der Duisburger Kettenfabrik und Hammerwerk GmbH. Arbeiter holen eine neue Stahlplatte. Aus ihr entstehen die weiteren Bauteile des Ankers. Mit über 2000 Grad frisst sich die Flamme in den Stahl. Platten bis zu 40 cm Stärke sind für den speziellen Schneidbrenner kein Problem. Die Männer im Duisburger Unternehmen bauen ganz besondere Anker, den sogenannten De Hohne Spezial. Wenn ein Schiff einen solchen Anker einholt, richtet sich der Anker von selbst gerade, um die Bordwand nicht zu beschädigen. Schließlich verschwindet er in der sogenannten Ankertasche. Die Männer produzieren wahre Stahlriesen bis zu 10 Tonnen Gewicht. Die meisten Hochseeschiffe weltweit fahren mit Ankern aus der Duisburger Produktion. Hier in dieser Halle bauen die Arbeiter die Anker zusammen. Damit die massiven Teile sicher stehen, setzen Schweißer sogenannte Heftnähte. Die Seitenelemente des Ankers wiegen einige hundert Kilo. Sie lassen sich nur mit einem Kran heben. Letzte Korrekturen mit dem Schneidbrenner. Dann passt alles. Zur Sicherheit setzen die Männer auch hier einige Schweißnähte, damit der tonnenschwere Stahlriese nicht umkippt. Nächster Arbeitsgang. Der Schaft muss an das Kopfteil des Ankers. Zuerst steckt einer der Männer den 50 Kilo schweren Bolzen in das Schaftloch. Allein der Schaft des Ankers wiegt rund 3,5 Tonnen. Der Schaft, der Bolzen und zwei kleinere Stahlplatten bilden zusammen eine Art Gelenk. Wegen dieser speziellen Bauart ist der De Hohne Spezial ein sogenannter Clip-Anker. Schon vor 40 Jahren hat das Duisburger Unternehmen diesen besonderen Typ entwickelt. Nach dem Zusammensetzen schweißen die Arbeiter das Gelenk fest. Um richtig funktionieren zu können, muss sich der Ankerschaft bis zu 40 Grad nach vorne neigen. Dann wird er gesichert. Damit der Schaft nicht zu sehr in Schräglage kommen kann, setzen die Männer zwei Stahlplatten vor und hinter das Gelenk. Doch noch ist der Anker nur provisorisch zusammengeschweißt. Erst jetzt beginnt der eigentliche Zusammenbau. Die Arbeiter schweißen mit sogenanntem Schutzgas. Damit werden die Nähte so hart wie der Stahl selbst. Doch noch ist der 10-Tonnen-Riese nicht fertig. Es fehlt ein wichtiges Bauteil. Das Verbindungsstück zur Ankerkette, der sogenannte Gelenkwirbel. Das Ankerstück des Wirbels wird vorbereitet. Dann kommt das Kettenteil mit einem speziellen Kugelgelenk.
Mit einer riesigen Gewindemutter werden die beiden Wirbelelemente schließlich verbunden. Damit sich die Mutter später nicht mehr lösen kann, schweißt sie ein Arbeiter fest. Jetzt muss der Gelenkwirbel noch an den Ankerschaft. Auch das geht nur mit Hilfe des Krans. Der Verbindungsbolzen von Anker und Gelenkwirbel. Schließlich schweißen die Männer den Bolzen fest. Doch bevor der Stahlgigant die Weltmeere bereist, muss er noch durch den Belastungstest. Der Anker wird eingehakt und eine spezielle Maschine zieht an dem Stahlriesen mit einer Kraft von 120 Tonnen. Der Anker hält, der Test ist bestanden. Der letzte Arbeitsschritt. Der Anker bekommt noch ein Bitumenbad. Dieses Material aus Erdöl hat eine wasserabweisende Wirkung und schützt den Stahl vor dem aggressiven Meerwasser. Der Preis des Riesen aus Duisburg? Rund 30.000 Euro.